Mein Name ist Anja, ich bin 51 Jahre alt, komme aus Köln, bin Mutter von 2 Kindern und ich bin gelernte Schneidermeisterin. Als solche ist Anja stolze Besitzerin von 3 Brautmodeläden. In der Nähe von Köln befindet sich ihr jüngstes Objekt. Ich habe das hier vor kurzem alles neu gemacht, neu eröffnet und ich achte wirklich bei der Einrichtung und bei der Dekoration und wie auch bei den Kleidern auf jedes Detail. Das ist mir ganz besonders wichtig. Als zweifache Mutter steht Anja jeden Tag in der Küche. Dort kam ja auch die Idee zu ihrer Erfindung. Leider auf schmerzhafte Art und Weise. Ich habe mich beim Kopf verbrannt und habe mir dann aus dem Kühlschrank dieses selbstklebende Kühlpack geholt. Und da habe ich gesehen, dass in die Wunde tatsächlich schon am Bluten war. Und dann habe ich es nochmal hochgemacht und habe ein herkömmliches Heftpflaster draufgeklebt und das Kühlpack nochmal drüber. Und das war hervorragend und so ist die Erfindung entstanden. Die Umsetzung benötigt dann aber doch etwas Zeit. Tatsächlich war es gar nicht so einfach, die richtigen Pflaster zu finden, die mit diesem selbsthaftenden Kühlpad funktionieren. Ich habe rumgetüftelt, es hat lange gedauert und dann war es soweit, ich habe sie erfunden, die Cool Dogs. Anja möchte ihre Erfindung über den privaten Haushalt hinaus auch im medizinischen Bereich einsetzen. Wir in der Medizin finden so ein Kombinationspflaster gut. Wir wundern uns, dass es das nicht schon längst gegeben hat. Da die Kombination aus Kühlung und Pflege mit dem Pflaster und Schutz auch vor weiteren Verunreinigungen in dieser Situation einmalig ist. Ja, da gefriert einem das Blut in den Adern. Herzlich willkommen, hier ist Anja Sattler in Unterstützung von Jasper Eberlein. Hallo! Schönen guten Abend an euch beide. Man muss sagen, Anja, du bist die Erfinderin. Du hast ja aber relativ frischen Arm gebrochen, ne? Wie man sehen kann. Ja, tatsächlich vor 4 Tagen. Deswegen hast du dir eine rechte Hand. Einen rechten Arm. Arm zur Seite gestellt. Du wirst hier unterstützen. Ja. Das ist eure Bühne. Ihr seid die Ersten hier heute Abend. Viel Spaß. Ja. Vielen Dank. Ja, mir ist es wirklich eine große Freude, meine Erfindung endlich einem großen Publikum vorzustellen. Ihr kennt das alle. Jeder von euch hat sich sicherlich schon mal geschnitten oder verbrannt oder verletzt. Und was macht man? Man nimmt natürlich ein herkömmliches Pflaster, das kennen wir alle, altbewährt, versteht jeder, wunderbar. Aber es gibt natürlich auch Verletzungen, wo man sagt, da möchte ich eigentlich was kühlen gleichzeitig, weil kühlen, das weiß auch jeder, das stillt die Blutung und beugt Entzündungen vor und geht natürlich, die Körpertemperatur geht runter und vor allen Dingen ganz wichtig, die Kühlung tut natürlich auch den Schmerz reduzieren. Und von daher kennen wir auch alle, diese Kühlpacks, die nimmt man meistens natürlich aus einem Eisfach, aber dann merkt man sehr schnell, oh, die sind ziemlich kalt und die passen sich nur nicht so richtig dem Körper an, also nicht der Wunde. Und natürlich, man muss sie festhalten, also ziemlich unpraktisch. Meine Erfindung, die Cool Dogs, sind im Prinzip eine tolle Lösung und ich glaube, die können wirklich alle gebrauchen. Und zwar ist das wirklich eine schöne Kombination aus Kühlung und Versorgung der Wunde. Alles in einem. Und es ist ganz einfach anzuwenden, nämlich wie das Pflaster selbst. Und das kann der Jasper gerne mal an mir ausprobieren. Ja, die Anja hat sich nicht nur vor ein paar Tagen den rechten Arm verletzt, sondern, wie ihr seht, eben in der Garage beim Reifenwechseln auch noch die linke Hand verletzt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie einfach das ist, die Wunde zu versorgen. Hier sieht man noch mal, hinten das Blaue ist diese kühlende Schicht. Und in der Mitte ist ein Wundpflaster aufgebracht. Ich habe jetzt die Schutzfolien abgenommen. Und bringe das einfach auf die Wunde auf. Die Wundauflage auf die Wunde. Einmal drüber streichen, hält von selbst. Ja, und es ist tatsächlich sofort kühl. Das kommt durch die Zusammensetzung von mehrheitlich natürlichen Zusammensetzung. Das ist nämlich Wasser und Minze. Und man sieht, man kann es komplett
Ja, man kann sich bewegen, man bleibt bewegungsfähig, wie ihr Einspieler gesehen hat. Ich konnte zu Ende kochen. Man kann natürlich so arbeiten, Kinder können spielen. Und beim Sport finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, ja, wenn man zum Beispiel Fußball spielt, einfach in Stutzen rein und weiter bis zum Ende des Spieles. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch nachts, man muss halt nicht mehr aufstehen, nachkühlen. Und das kann ich gerade eben als Mama von zwei Kindern auch sagen, wenn es das früher schon gegeben hätte, wow, das wäre toll gewesen. Hätte ich mir manche schlaflose Nacht gespart. Ja, es bleibt von alleine kühl und das ist tatsächlich etwas sehr Technisches. Jasper, wie funktioniert das, dass es von alleine kühlt, auch wenn man es bei Raumtemperatur anwendet? Ja, wie funktioniert das? Man nennt das Verdunstungskälte. Das kennt eigentlich jeder, wenn er aus der Badewanne kommt oder aus der Nordsee. Vielleicht noch ein bisschen Wind, dann ist einem kalt, solange man sich nicht abgekühlt hat. Das ist der gleiche Effekt hier in dieser blauen Gelschicht ist eine Flüssigkeit eingelagert, Wasser zum Beispiel, oder leicht flüchtig. Und durch das Verdampfen entsteht die Kühle. Und die kann bis zu mehreren Stunden anhalten. Aber nicht so eiskalt, wie es bei diesem Produkt der Fall ist. Ja, und jetzt kommt natürlich der 2-in-1-Effekt. Wenn man das dann nach der gewünschten Kühlung abzieht, verbleibt ein normales Heftpflaster auf der Haut. Aber da habe ich mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, weil ich habe gedacht, wenn, dann muss es auch wieder ein gutes Pflaster sein. Da haben wir natürlich auch alle unsere einschlägigen Erfahrungen. Dieses Pflaster ist wasserfest, es ist elastisch, es ist atmungsaktiv und auch wieder toll für die Kinder. Es lässt sich schmerzfrei abziehen. Ja, und ich würde das natürlich euch gerne als Jury einmal jedem aufkleben lassen durch Jasper. Wollen wir nach vorne kommen? Dann würde ich gerne, mit Herrn, nach vorne. Ja. Hallo. Genau. Man kann die auch drucken. Ach so, schön. Ich habe mich an der Stirn verletzt. Kann man so. Wo verletzt du dich am liebsten? Am liebsten auf der Stirn. Für Sie, Frau Kramer, hatte ich natürlich auch eins vorbereitet, dass Sie sehen, man kann die Oberfläche auch wunderbar bedrucken mit Logos, Motiven, also ein ideales Merchandising-Produkt. Ach super, habe ich Amorelie die ganze Zeit an meinem Arm tätowiert quasi. Okay. Muss ich mich nur ganz viel verletzen, dass ich das immer wieder tragen kann. Ja, und bei Joko habe ich natürlich noch an der Wange gedacht. Verletzt. Ja. Genau, wo verletzt du dich am liebsten, Joko? An deinen Challenges. An der Stirn und an der Wange. Und das heißt, ich muss das nicht im Kühlschrank lagern, ne? Genau, sondern ich lagere das quasi, wo ich meine Pflaster habe, in der Medizinschatulle und fertig. Überall, wo Luft ist, funktioniert es. Wie lange ist das denn so kalt? Also bis zu 5 Stunden. Bis zu 5 Stunden. Genau. Bleibt das konstant in einer Temperatur? Ja, das kommt. Weitgehend konstant, ja. Weitgehend konstant? Ja. Und es riecht ganz angenehm, weil da dieses Minzige drin ist. Minze. Ja. Wie kommt das, dass das nicht wehtut, weil das so dünn ist? Ja, genau. Es ist ein super elastisches Material. Es ist atmungsaktiv. Man merkt sogar auch, wenn man es länger anhat, dass es nicht schwitzt. Also was ja auch toll ist bei Medizintechnik, man hat wahnsinnige Margen darauf. Ich habe mir so ein paar Startups da auch schon mal angeguckt. Was ist denn der Preispunkt von diesen Pflastern? Ja, ist eine gute Frage, Frau Kramer. Wir möchten natürlich unter 1 Euro bleiben. Zur Information, allein ein Pflaster. Nur das Pflaster allein ist momentan handelsüblich für 1,81 Euro zu haben. Ja. Und wir möchten gerne in der Kombination Pflaster und Kühlpack unter 1 Euro bleiben. Okay. Weil natürlich ist das ist ein ganz fairer Preis. Ja. Vielen Dank erstmal an Anja. Ihr dürft euch gerne wieder setzen oder nehmt euch eins mit, wenn ihr mögt. Vielen Dank. Kommt gerne mal einmal ein Stückchen zu mir nach vorne. Ja. Ich muss auch schon sagen, du bist echt deine beste Probandin. Ne? Da ist er an jeder Stelle. Ja. Ja, ich eine ganz kalte Stirn. Das ist schön. Wir freuen uns, Joko. Davon wussten wir aber noch nicht. Es fühlt wirklich nach. Vielen angenehm. Dank, Anja. Und danke auch für die Unterstützung an Jasper. Ihr dürft einmal gute Platz nehmen. Auf eurer Bank. Vom Häuschen. Und nicht verletzen, bitte auf dem Weg dahin.